Bühne frei zum Tanz der Schulen. Der große Einmarsch ist schon mal geglückt. Vom Vorschulkind bis zum Abi-Jahrgang sind Schüler dabei, so auch die Mädchen der Breitensport-Tanzgruppe des ESV Lok Pirna. Gleich als Erste müssen sie heute ran, mit einer Step-Aerobic-Aufführung mit Musik von den Benga Boys. Geschafft und erleichtert. Übungsleiterin Birgit Wehner nimmt ihre Schützlinge in Empfang. Auch wenn nicht alles glatt lief, für den Anfang war es gar nicht so schlecht. Ja, wir waren ganz schön aufgeregt, weil das war das erste Mal, dass wir als allererstes getanzt haben. Da hatten wir schon ein bisschen Lampenfieber. Melanies Tanzgruppe liegt im Trend. Die meisten Teilnehmer beim Tanz der Schulen trainieren im Verein, gehen also gleich für mehrere Schulen an den Start. In den Schulen selbst spielt Tanzen kaum noch eine Rolle. Es fehlt an Lehrern und der Zeit. Ich muss mich da ein bisschen schützend vor meine Kollegen stellen. Es kommen so unwahrscheinlich viele Aufgaben sie drauf zu. Und da muss man einfach sagen, man muss Prioritäten setzen. Und ja, nun ist so eine Tanz-AG was Wunderschönes. Aber der Schulunterricht geht erstmal vor und der muss erfüllt werden. Und irgendwann muss dann der Lehrer sagen, also meine Kraft reicht nicht mehr. Ich muss mich jetzt auf meine eigentliche Aufgabe konzentrieren und da bleibt das auf der Strecke. Auf der anderen Seite, durch die Ganztagsangebote, die jetzt flächendeckend fast in allen Schulen sind, haben wir Möglichkeiten, das zu kompensieren. Wie viel Freude Tanzen bereitet, zeigen die Darbietungen in der Herderhalle. Nur die Jungs haben sich rar gemacht. Emilio ist da eine Ausnahme. Der 10-Jährige aus Struppen kommt cool daher, begeistert die Mädels und punktet bei der Jury. Das habe ich von meiner Mutti und so und ich hab das für meinen Freistil, ist das und so. Und das ich mache das schon viele Jahre und so und ich bin schon trainiert. Es sind weniger Schulen im Landkreis geworden, das merken auch die Macher vom Tanz der Schulen. Noch vor Jahren gab es bis zu 40 Beiträge, heute sind es 19. Aerobic-Darbietungen liegen hoch im Kurs und der Showtanz sowieso. Die große Abwechslung fehlt. Wir hatten in den 12 Jahren schon wunderschöne Themen, die getanzt wurden. Aber so ein Thema ist natürlich nun viel schwerer zu erarbeiten, als wenn man bloß mehr oder weniger so einen Disco-Clip mehr oder weniger imitiert und mit ein paar einigen Sachen noch reinbringt. Aber so ein Tanzthema hätte ich natürlich auch viel lieber gehabt. Und in meinem Archiv, da sind auch schöne Beispiele dafür da, wo da schon was gezeigt wurde. Aber in diesem Jahr bis jetzt leider noch nicht. Für etwas Vielfalt sorgen die Mädels aus Pirna. Zum Radetzky-Marsch von Johann Strauß werden die Bälle bewegt. Die gute alte Ballgymnastik, es gibt sie noch. Und die Mädchen aus Pirna haben sie selbst gewählt. Und die zweite Übung ist eine Ballgymnastik, die sich die Mädchen gewünscht haben, nachdem sie die Frauen gesehen haben, die also bei der 14. Weltgymnastrat in Lausanne waren und dort also eine Ballübung gemacht haben und gesagt haben, wir wollen auch ein Handgerät. Und wenn wir uns erinnern, haben wir auch vor Jahren gepunktet mit einer Übung mit Reifen. Das war damals auch das Highlight dieser Gruppe. Für die 10 Mädchen aus Pirna war es eine prima Generalprobe. Am 31. März soll alles passen. Dann starten sie beim TuYoStar der sächsischen Turnerjugend. Für die Aufführungen beim Tanz der Schulen gab es das Prädikat sehr gut. Da sollte doch eigentlich nichts mehr schiefgehen.